War sehr klar, dass Flosen die feiert. Warum kann ich ihn jetzt gerade nicht Ey, zubeißen? die Brille hätte ich auch gern. Der Raptor sieht aus wie du, ich wollte gerade sagen. Moment Und jetzt ist er weggeritten. Okay. Flosen sieht aus wie ein Raptor. Gibt's hier eigentlich für unsere kleine Siedlung so Platzreservierungen? Wer siedelt Segt wo? Es richtig, wenn man keine Stamina ich hat? Ich baue alles. Warte. Irgendwann ich bin der Baumeister. Punkt, dass man nicht zubeißen kann, ne, mit das dem Raptor. Bett kann jeder nutzen und ansonsten ist alles für jeden einfach. Also, und ich baue gerade die Sachen, die wir brauchen dabei. Ach, geil. Haben wir schon alles, was wir brauchen. Ah, cool. Den einen ist das Bett drin und den anderen ist, Ach nee, das ist Frodo. Ja, ich bin gerade sammeln. Ja, aber ohne, Was ist denn das hier alles? Da ist nichts drin. Mir fehlt so ein bisschen das Zwischenmenschliche. Ich möchte ihn streicheln können. Links, rechts, links, rechts. Wir brauchen echt viel Fiber. Frodo, Alter, du bist so ein krasser Beefcake einfach nur. Ja. Ich dachte, ich habe einfach alles auf groß eingestellt. Alter, dieser Bizeps, Mann. Ich habe alles auf die maximale eingestellt. Augenfarbe rot, Hautfarbe schwarz. Ich muss Level 10 werden, dann kann ich bessere Sachen lernen. Ein Bett Level 10. Okay, Mann. So, ich gehe mal in die andere Wohnung hier und guck mal, was ihr da so fabriziert habt. Oh, ganz ehrlich, ich renne jetzt einfach ohne Waffen und ohne alles auf diesen weißen... Alter, was geht denn da? Warum wackeln die Bäume so? Geil. Wenn die Alter, Bäume die wackeln, dann ist da irgendwas Großes in der Hölle. Die liegt ja gerade scheiße. Steven, Level 8, tot. Nee, doch nicht. Schläft der? Der ist, glaube ich, ausgelockt. Ja, richtig. Sieht lustig aus, einfach nur wieder so. Habe ich doch schon gesagt. Kann man jetzt eigentlich immer beim Bett respawnen, ja, ne? Ja, du kannst Steve ins Wasser ziehen, während er ausgelockt ist. Ja, nee, stimmt. Lass mal nicht was machen. Was soll ich dann machen mit ihm? Nein, lass mal nicht machen. Ihn waschen? Hashtag, let's not do this. Genau, du musst deinen Steve nämlich Steven's immer waschen. Corpus kommt was kannst du eine Flagge oder ein Schild bauen? Aber ganz ehrlich, hier sieht doch aus wie eine Knarre-Bad. Warum sagst du, dass man mit Level 10 keine Knarre bauen kann? Man kann mit Level 10 keine Knarre bauen. Aber das sieht doch aus wie eine Knarre. Dann mach die mal wieder aus, bitte. Okay, ich mach sie aus. Nein, man kann keine... Man kriegt einen Bogen mit Level 15 oder so, oder mit 10. Aber das sieht doch... Was soll denn das dann sein? Eine Leuchtfeuerwaffe? Eine Leuchtpistole oder was? Irgendwie finde ich unsere Siedlung wo? Cool, auf welcher Stelle? Sag mal die Stelle genau. 10, Level 10, das dritte von links. Was ist das? Triceratops-Scheiße? 1, 2, 3, wow! Riesenscheiße! 1, 2, 3, was? Ich verstehe nichts. Reihe. Fünfte was? Reihe. Das ist ein Schlägern. Kann ich dir irgendwie also beim Jagen helfen? Kann ich irgendwie unterstützen? Ja. Kann ich was bauen helfen oder so? Na toll, dann habe ich mir bauen, du kannst sammeln einfach. Den dümmsten Zweig sammeln. Überhaupt zum Leveln was, ausgesucht. Was brauchst du denn so? Ja, die Waffen sind sehr spät. Momentan, ich muss einfach leveln, dann kann ich dann erst neue Sachen lernen und deswegen... Okay. Stirb, Drecksechse! Deswegen level einfach mal. Bauen, die Kompass ist noch gut und sonst oh was. Oh nein, jetzt kommt du kannst ja noch nebenbei Sättel lernen oder Klamotten. Oh, na toll, jetzt bin ich auf den Sack, ey. Gibt's irgendwo so ein Crafting? Ja, Klamotten habe ich jetzt gerade noch gelernt, aber dafür braucht man halt das ungünstigste überhaupt. Na toll. Was ist denn ein Crafting-Spot eigentlich? Die kleinen. Ein Dilo? Das ist ein. Diese kleinen Dildos sind kleine Scheißviecher, ey. Davon, ja, genau, die Spucker. Wurde dieser Fettsack gekillt bei Jurassic Park. Oh. Ja. Oh nein, ich bin gestorben. Oh, jetzt hat jemand gerade einen Baum gefällt? Lol, ich bin bei Imre gespawnt. Flo? Hallo Imre. Kann ich nicht mein Bett spawnen jetzt oder was? Hallo. Was? Wo kann ich Sachen craften? Ja, bis welches Level bist du? Alte 4. 4. Drück mal I. Alte 4. Ja. Dann steht oben links Inventory Items und rechts daneben Craftables. Oh yeah. Okay, danke. Und Flosen, drück jetzt mal Alt und danach F4, das müsste manchmal auch helfen. Nee, drück mal Z, heb das auf, leg's auf eine Zahlentaste und friss es, yay! Ich möchte nicht der Einzige sein, der aus Versehen seine eigene Scheiße gegessen hat. Ich möchte mal betonen, Frodo, du hast sie zweimal gegessen. Nein, ich glaube nicht. Das kann ja gar nicht sein. Alter, wessen Raptor haucht mir die ganze Zeit ins Ohr? Sag mal so, weg von meinem Raptor. Ja. War das jetzt gut? Krass, Mann, was hast du da gerade gemacht? Hä? Ich habe ein Lagerfeuer angemacht. Achso, warum? Ach, das ist ein Grund? Willst du was kaufen? Weil da Fleisch drin ist. Achso, okay. So, Klamotten craften. Ich brauche alles Fiber. Oh, ich könnte so kotzen. Ich hab Fiber dabei, Alter. Ja, dann drop. Kann alles an Fiber, was du irgendwie entbehren kannst. Wie drop ich das? Draufklicken und dann Drop Item steht da du drunter. Gehst auf den Knopf. Drop Item, du wählst es aus und gehst auf Drop Item. Also der Multitouch-Link ist irgendwie nicht der richtige. Nee. Take it.
Zumindest bei Nightbot nicht. Weil Bubble nicht mitmacht. Bei Player 2 ist er vielleicht nicht. Ja, will ich ja gerade machen. Aber wo hast du denn das hier? Da ist Fiber. Ich nehme einfach ganz viele Steine mit und dann werfe ich damit nachher die scheiß Eidechsen tot. Ja. Mehr habe ich nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel ich brauche? Viel. Okay, guys. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Eingewachsen, Steve. Dankeschön. Oh nein, was Hölle? Zurückziehen. Wir sehen uns morgen. Nacht. Was Hölle? Ein Spuckdino hat mich angespuckt. Aus dem Hinterhalt. Oh, den schlage ich, Alter. Dem kacke ich in den Weg. Ha! Hoffentlich rutscht der in meiner Scheiße aus. Ah, oh, Scheiße, tut er anscheinend nicht. Ah, oh, er ist so schlau. Warum sind diese ganzen kleinen Dinos so schlau? Ich möchte dir kein fucking Fall. Und was zur Hölle ist. Was zur Hölle ist das denn? Ein Fimoa. Also, da gibt ja auch ein paar hässliche Fiber, Fiber. Fiber sammeln nach. Erzählt doch mal was Schönes während des Fiber-Sammelns. Also letztens, ich hab grad eben. Meine Leiche. Wo wir hier gerade so Viecher tamen. Ich hab grad auch so volles strange Viech getamed. Ich lauf so bei Vanessa vorbei und sie meint so: Ja, da ist eine riesen Motte in meinem Stiftglas, wo die ganzen Stifte drin sind. Und ich nehm's so, guck so rein. Das war irgendwie so ein Maikäfer oder so eine Scheiße. Und hast du es getamed? Ja, ich hab's aus dem Fenster geworfen. Ich würde das als Tamen bezeichnen. Aber ihre Aussage so, eine ist das ein fliegender Fisch? Jesus Fisch! Nein, oh, Jesus konnte nicht fliegen. Aber hier ist ein fliegender Fisch, Alter. Guck ja, doch. Fliegende Fische gibt's doch. Aber der... Wenn ich sterbe, habe ich all mein Zeug verloren? Es ist ein Mega-Piranha. Ja. Und er das fliegt einfach mal. Alter, ich weiß auch, dass das ein Mega-Piranha ist. Wenn du weißt, wo du gestorben bist, kannst du es dir wiederholen. Du hast 8 Minuten Zeit oder so. Es sei denn, du wurdest gefressen. Ich habe auch gerade eine Quastenflosse an Land. Dann wurde ich wahrscheinlich gefressen, oder? Ja, aber meiner fliegt. Alter, meiner fliegt immer höher. Ja, meiner ist auf einmal weg gewesen. Schade, der wollte gerade evolutionieren. Oh Mann, ich hab schon wieder voll verkackt, ey. Mir sind schon wieder die übelsten Gift-Dinos hier am Follow. Wenn ihr irgendwelche solche komischen. So ein Kampf. Hey, wieso kann ich denn nicht. Ja. Rennt. Hit this to harvest resources? Wieso rennt? Muss man da nicht schwimmen? Muss man da nicht einfach nicht im Wasser sein? Hast du eine Axt oder so? Wenn so ein Kamm im Wasser ist, das ist ein sogenannter Spinosaurus und der sprintet aus dem Wasser raus und zerfetzt dich. Craft ist ein bisschen stärker sogar als ein Tyrannosaurus. Sammeln ein paar Steine auf dem Boden und so und dann ein bisschen Holz und ein bisschen Fiber und dann kannst du dir schon mal ein bisschen was craften. Okay. Da ist ein Brontosaurier! Ich werde auch mal rausgehen. So, ich krieg Holzwände wieder für dich. Flo? Ich werde jetzt auch noch einmal probieren, zu dem weißen Ding da zu gehen und wenn das nicht klappt, bin ich auch raus. Ja. Kämpft der gerade, der Brontosaurier? Oh, geil, Alter, der Bronto kämpft gerade gegen irgendwas. Wahrscheinlich gegen Luft. Wie kann ich mich denn jetzt ins Bett legen? Einfach beim Bett hinstellen und ausloggen. Brontosaurier gesehen, vor Angst geschissen. Great story. Geil, ist das ein Stegosaurus hier? Den kenne ich aus dem Unterricht. Stego, nice. Mann, ich sehe einfach aus wie G.I. Joe. G.I. Joe! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wie die Leute jetzt schon wieder spekulieren, wann ich das nächste Mal sterbe. Ihr seid alle ziemlich kacke. Dr. Who, wir haben einen Auftrag. Unser Vorbild. Leute, wenn Frodo sie ausdrückt, kann ich ihn töten. Zählt das auch? Was? Nix. Das war nur im Chat eine Frage. Ein Carnivore. So, ich bin dann auch mal raus. Ja, wir machen auch nicht mehr so ewig. Von daher werden wir, dass wir alle auf demselben Stand weitermachen, würde ich sagen. Ja, oh nein! Das ist cool. Oh, easy. Ist gerade zu euch gekommen. Dann würde ich sagen, Fall Damage! Machen wir jetzt kollektives Dino-Parken und dann geht's ab. Okay, dann spawn ich nochmal im Bett. Ich mach jetzt Bubu, Alter. Ich bin halt schon mal raus. Warum stehe ich am... Hey, ich bin wieder da. Ich könnte ein paar Gatlings an meiner Base gebrauchen. So. Stream aus. Hast du jetzt durch Dr. Who in die Tür gepackt? Ah. Geil. Aber die kann man gar nicht abschießen, willst du nicht? Lol. Ich häng fest. Du hast scheiße geparkt. Ja. Muss nochmal. Wie dumm das aussieht. Piep, 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 piep. Die Musik übrigens cool. Die Musik ist echt nice. Musik habe ich ausgemacht, die gehört Monster Cat. So. Lol. Dann. Tschüss, Dr. Who. Tschüss, Frodo. Tschüss. Willst du dich nicht am Bett auslocken? Tschüss, Frodo. Auslocken. Wie, am Bett? Muss ich mich am Bett auslocken? Ja, am besten im Haus wenigstens. Ah ja, im Haus, okay. Warte. Sonst aber mein Dr. Who steht jetzt draußen. Und mach die Tür zu und schließt sie ab. Ja, der Dr. Who steht draußen. Pech. Du kannst noch kein Dinosaurier-Tor bauen, sonst kann der kann nicht rein. Hab die Tür zugemacht. Oh, gut. Gut, dann logge ich mich jetzt aus. So. Muss ich mich beim Bett auslocken? Ist es irgendwie wichtig?
Nö. Nö. So, exit to main menu. Warte, guck mal hier, ich hab dir einen Rick gebracht. Ich exitete bereits. Oh nein. Die exitete. Die exitete. So. Im Zeichen des Allmächtigen über das Wasser watschelnde Dodo Jesus. Oh, ich hab die Geste übrigens erfunden gerade. Zum Abschluss nochmal, ihr wisst, was kommt. Unten. So. 1. René Box, René Hauen, wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Dino-Kloppe. Ach nee, es war ein anderes Spiel. Dinosaurier-Kloppe. Das war Drachen-Kloppe. Wir sehen uns nächstes Mal, wenn es heißt Frönt der Religion des Dodo Jesus. Dafür, dass ihr eine Religion habt, habt ihr den ziemlich oft getötet. Und am Ende muss immer noch so. Ja, damit er auferstehen kann. Ja, großartig. Dodo. Macht's gut, Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Schausen. Tschüss. Da ist ja noch gar nicht vorbei. Das ist ja jetzt.